4 Monate später. Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gears 5. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Geht mal endlich weiter. Ich komme irgendwie nicht dazu, das aufzunehmen, weil ich übelst mit anderen Spielen beschäftigt bin. Denn der JD überlebt, oder? Kate! Sollen wir ihn mitnehmen? Ja, klar. Von mir aus. Alles klar. Komm schon! Was hast du eigentlich gegen Jack? Nur, dass ich mein halbes Leben auf der Flucht war vor Corbett? Gar nichts. Siehst du, es liegt also gar nicht an dir, sondern an ihr. Okay, das ist ein großes Gerippe. Oh ja, das ist hübsch. Hübsch, Deko. Sind deine Kopfschmerzen wieder zurück? Ja, mir geht's gut. Er wird nicht auf dich hören. Wie wär's, wenn er das selbst entscheidet? Hey, sie ist es. Deine Beerdigung. Hier sind Chorwaffen verboten. Rückt sie schon raus. Du weißt, wer mein Vater war, oder? Wer meine Mutter war? Und doch kreuzt du hier in Chorrüstung auf. Schon komisch. Mann, Scheiß kriegt ihr von uns. Hey. Tu, was sie sagen. Wie du meinst. Ihr könnt sie abholen, wenn ihr wieder geht. Lasst sie durch! Er ist hinten bei der Dampffarm. Versucht, keinen Ärger zu machen. Das liegt allein an ihm. Zu wem gehen die? Wir haben schon viele Non-Cons überzeugt, bei der Chor zu kämpfen, aber ich habe das Gefühl, diese Nuss wird etwas härter zu knacken sein. Ja, ganz genau. Hüftwurmskelett. Hey, wow, die Chor. Willkommen. Und jetzt verschwindet. Na los, Boss. Ich ertrag ihren Anblick. Ja, okay. Ganz schön große Fische. Hey, Chor, willst du mal riechen? Klingt fast so schlimm wie du. Wilsbold. Fick dein Leben. Sehr witzig. Stirb, Faschist, stirb! Ich hab sie, ich hab die Faschisten erwischt. Deine Mutter würde sich schämen. Na, Jack, wenn du nicht artig bist, weißt du, was mit dir passiert. Kann ich laufen? Vorwärts laufen, jetzt geht's. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Marcus, Baird und Cole den Riftwurm getötet haben. Von innen. Mit Kettensägen. Okay, ich kann es doch glauben. Tanz nicht nach seiner Pfeife. Was meinst du, warum Norsko und Lena nach Norden gingen? Weil sie Feiglinge sind. Okay, das war's. Ich bin fertig. Wenn du den oder die Richtige noch nicht gefunden hast, wird das nichts mehr. All die Verluste. Und sie bleiben trotzdem. Sie hassen die Chor wohl noch mehr als ich damals. Vielleicht hatte die Chor die richtige Idee, sich hinter Mauern verschanzen und es für eine bessere Zukunft treiben wie die Kranike. Das habe ich übrigens nie gesehen. Aber ist eine gute Idee. Ich würde mich da gerne bei dir vergiss. Warum ist die Stimmung gerade so bedrückend? Weil mit der Musik. Davon weiß ich doch nicht. Nächste Woche kommt vielleicht, ne? Chor! Der Chief ist durch die Tür durch, unten bei der Dampffarm.
Okay, ihr könnt rein. Moment, lasst euch durch. Zur Dampffarm geht's den Hügel runter. Ist nicht zu verpassen. Kostenlose Energie! Ja! Scheiße, alles gut? Ich bin okay. Bleib weg! Jack, sieh dir doch mal das Dampfventil an. Danke. Das hätte ich selbst richten können. Vermutlich. Natürlich hätte das. Hier drüben! Die Faschisten kommen! Die Faschisten kommen! Ich glaube, wir sind hier nicht sehr beliebt. Schau mal, die Faschisten! Miese! Wir herhalten sie, verdammte Rohrbotten. Warum? Mein alter Herr hat die Vordermann. Ist es denn schlecht, Faschist zu sein? Du bist gerade so ziemlich mein einziger Freund. Vor hier drüben! Um ehrlich zu sein, ganz schön deprimiert. Glaubst du auch manchmal? Oh, Scheiße! Verdammt! Verfluchte Lena! Haut das Miststück einfach mit unserer wertvollsten Technik ab! Sie hatte ihre Gründe. Freddy und Norsko auch. Scheiß auf ihre Gründe. Die haben uns ausgenommen. Ich kann die Technik der alten Verfolger nicht so modifizieren wie sie. Vielleicht mal noch was bei dem Clown. Ach stimmt, das sind die Dinger für Jack. Wie viel haben wir denn mittlerweile wieder? 3. Unterstützung, passiv. Flashbacks! Oder Zukunft? Hey, alles okay? Ja. Lass uns weiter zur Dampffahrt. Okay. Das läuft hier also alles mit Geothermie? Sieht so aus. Ergibt Sinn, aber es ist eine Menge Bohren. Schätze, der Riesenwurm hat den Großteil erledigt. Ich muss dich mal was fragen. Vermisst du's? Das Leben als Non-Con? Irgendwie schon, ja. Aber allein ist es nicht sicher. Nicht mehr. Das sind ja meine Mädchen. Wie schön ihr in der Sonne. Komische Leute hier. Guckst du? Was ist das Passfoto? Nach dem Anführer. Alter Kerl, stinkt nach Bier. Hast du ihn gesehen? Ah, er ist das. Ich habe mich schon gefragt, was das geworden ist. Onkel? Die haben schon so einige Chor bei uns vorbeigeschickt. Dich hätte ich als letztes erwartet. Die dachten wohl, du würdest mir zuhören. Und was denkst du? Du bräuchtest einen neuen Dekorateur. Das soll sie von uns fernhalten. Und wie hat das so geklappt? Tja, nicht so gut. Schön, dich wiederzusehen, Kate. Dich auch, Onkel. Jetzt pack zusammen. Du musst gehen. Ach ja? Hör zu. Wir haben fast jedes Dorf überzeugen können. Ihr seid die Letzten, die sich weigern. Chor, Non-Cons, das macht keinen Unterschied. Es ist Zeit, diese Dinger gemeinsam zu bekämpfen. Nein. Zeit, das Gespräch zu beenden. Tut mir leid, Kinderchen. Ihr findet selbst raus. Onkel! Meine Mutter ist tot, weil sie dachte, wir schaffen es allein.
Klar, nur zu. Schick uns weg. Aber wenn du das tust, komme ich zurück, um das, was von dir und den anderen noch übrig ist, zu beerdigen. Und das weißt du ganz genau. Scheiße. Wie oft greifen sie an? In letzter Zeit täglich. Passiert das auch täglich? Nein, tut's nicht. Na los. Ja, gut, dass wir unsere Waffen abgeben mussten. Onkel, wir werden mehr Munition brauchen. Schnappt euch, was ihr findet. Bis dahin benutzt Messer, Fäuste. Alles, was ihr habt. Sie kommen unten rein. Wir müssen sie ausschalten. Nimm mal deine Waffe. Kate, da! Da sind noch mehr von denen! Was? Woher? Komm schon, Kate! Vorrücken! Woher? Der ist direkt hinter mir! Wie kann das sein? Überlebt. Schieß dich zurück! Weiter! Das klappt. Jawohl, er nimmt wieder eine gute Waffe. Onkel, wir haben alle. Dann öffnen wir das Tor. Wir müssen das ganze Dorf säubern. Ach nö. Es kommt! Es kommt! Zahlen! Oscar, du musst mit uns kommen. Deine Leute haben das nicht verdient. Was? Meine ganze Tastatur wird da blau. Was ist das denn? Okay, neue Fähigkeit fertig. Gefunden. Sie Schockfalle. Tür. Schnappt euch die Schockfalle. Ich hab die Idee. Eine Fähigkeit ausrüsten. Tab, eine Fähigkeit ausrüsten. Drücken Sie Tab. Okay, ziehen Sie auf die Boden und dann halten Sie Maus. Worauf wartet ihr noch, Jungspunde? Nein, ich sagte bei der Tür! Ich glaube, wir nehmen erstmal auf jeden Fall ganz viel Munition mit. Ich nehme die. Mehr. Munition kann man immer haben. Und immer gebrauchen, meine ich. Also, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Welchen Schuh? Jack, los! Du scheiß weg, ihr Mistviecher! Und los! Pass auf, Jungspunde! Mehr Schwarm! Und nochmal, erledigen wir sie!
ausgeschaltet. Ich bin so gut. Okay, das hätte man eher einsetzen können. Gut zu wissen. Hier ist ein Waffenlager. Knock, knock. Retro-Lenzer, noch was? Sniper? Ich weiß nicht. Kann ich denn an die... Ah, okay, egal. Ah, das ist ein Roboter. Klingt irgendwas sauer. Das ist cool, wenn ich T drücke. Ich glaube, das war's. Okay. Leuchtet meine ganze Tastatur auf. Ja. Meine Stimme weg. Ob das was ändert? Es wird Monate dauern, bis wir uns hiervon erholen. Noch mehr Gründe, warum du mitkommen solltest. Das Dorf ist doch nicht komplett sicher. Los! Hab sie. Ich bin ja jetzt dessen... Ach nee, das ist ja... Kein Sniper direkt, das ist ja so eine halbautomatische Sniper. Hey, damit wird's gehen. Generator, da setzen Sie die Schockfalle ein. Jack, Schockfalle. Funktioniert? Ja.
Dieses Tier, was brauchst du? Eine Gruppe ist eingekesselt, Chief, bei der Werkstatt. Jungspunde, sie brauchen uns. Guter Assist, Jack. Ah, nicht die Dinger wieder. Damit kann man spielen, damit kann man das kann man öfters einsetzen. Danke für die Unterstützung, Jack. Wir müssen helfen. Ich weiß nicht, wie ich die Granaten nochmal einsetze. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Granaten von dem Granatding einsetze. Wir sind hier. Was braucht ihr? Wir haben einen Silverback. Aber der einzige, der ihn steuern kann, wurde verschleppt. Konntest mit einer Taste irgendwie mit den Dingern auf so aufschaffen. Er musste erst noch nachladen. Vielleicht solltest du mir einfach mal aus der Luft fahren gehen, oder? Okay, hat die Station gesichert. Ciao, ciao. Sind unterwegs. Noch ein Farm. Wir können dem Konvoi erst helfen, wenn das Dorf sauber ist. Müssen wir mal sagen, dass es die falsche Richtung ist. Das ist so unglaublich laut.
Parks kaputt. Doch klar, dass sie das aushalten. Aussteigen? Nee. Tschüss, Kleiner. Ich würde gerne die Tore öffnen, aber... Wollt ihr dem Konvoi jetzt mal helfen? Achso, da. Komm schon, wir müssen da raus. Manchmal ist es so einfach. Das ist ziemlich Psycho gerade. Okay, jetzt wird's gut. Fühle sie, benutze sie. Ziemlich beschissen steuern, die Teile. Ich kann es nicht aufhalten.
Kopf oder Arm? Ich vermute mal Arm. Onkel! Kate! Kommt Markus einfach jetzt her? Wo kommt der Phoenix jetzt her? Kate! Nein, Kate! Kate, schau nicht hin. Das willst du nicht sehen. Okay, er ist doch tot. Es tut mir leid. Das kennen wir, glaube ich, aus dem Trailer. Kate. Teddy lebt doch noch. Es tut mir leid. Alter, der Arm. Danke, Trady. Fürs Herkommen. Kein Problem. Dürfte ich vorschlagen, die Leute hier wegzuschaffen? Hey, mach mal langsam. Fass hat recht, wir müssen los. Was redet ihr da? Oscar ist tot, Mann. Gebt ihr eine Minute. Sie kriegt ihre Minute im Raven. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Wir müssen los. Ich komm nicht mit. Wie bitte? Seit Monaten habe ich diese Träume. Albträume. Aber ich glaube, es sind Botschaften. Was? Mit mir passiert etwas. Von deiner Großmutter? Es reicht. Darum kümmern wir uns später. Fass, sammel die Leute ein. Ich brauche Hilfe. Es gibt da einen Ort. Im Norden. Vielleicht finden wir da Antworten. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Wir haben Befehle. Kommst du mit mir? Gott verdammt, habt ihr nicht gehört, was ich... Ich gehe mit ihr. Wenn du nicht da bist, wird Jin es merken. Okay. Ich gebe Jack die Koordinaten. Nein, Corporal. Sie kommen mit zurück nach Nuefera. Das ist ein direkter Befehl. Tja, Captain. Ich scheiß auf deinen Befehl. Es geht nicht um dich, sondern um mich. Ich muss das in Ordnung bringen. Hey, pass auf sie auf. Ihre Halskette. Das ist ein Locust-Symbol. Ja, und weiter? Sie würde sich nie freiwillig gegen uns wenden. Das ja, weiß sie ich. Würde eher für uns sterben. Das weiß ich. Aber was, wenn sie keine Wahl hat? Na gut.